Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts wie Chain of Memories. Reverse Rebirth, wir sind im Wunderland. Den Land mit den schlechtesten Karten aller Zeiten. Deswegen gehen wir schnell raus hier. Ich hätte gern trainiert, aber nein, nicht hier. Und ja, wenn jetzt ein Boss kommt und ich krieg die Karten aus Wunderland, ne? Danke. Wäre wohl der Gipfel. So, Cutscene, das war ja nur 20 Minuten her für mich. Seit der letzten. Vexen is no more. Yes, his scent is gone. Heul. Axel struck him down. Something I find deplorable. Das heißt, ich muss nicht mal gegen ihn kämpfen. Agents of the organization striking each other down. Our problem is Sora. Vexen proved to be no match for him. Yet he's still under Naminé's control. But we cannot eliminate Sora, can we? Correct. For our superior, he is in dire need of the Hero of Light. When light loses sight of its path, we may find use for the dark. What we must do is obtain the darkness. Riku, of course. Nein, 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 muss nicht. Just one card left. Das heißt, das nächste Mal kämpfen gegen Boss. If I get through this, will I be free of the darkness? Okay, musste dafür extra eine Cutscene kommen. Weiß er nicht. Meine Ohr. Gut, Halloween Town war noch übrig, ne? Danach geht es ja immer noch weiter, bis wir Stockwerk 1 erreichen, nehme ich an. Ausschlag? Okay. Weil nur, ob mein Mikrofon ausschlägt. War halt dafür im Moment nicht so aus. Ich hatte ja auf einmal, denke ich, mir wächst auf einmal so ein Ausschlag. So, Ausschlag! Oh. Den muss ich ausschlagen. Okay. So. Alles klar, komm her. Kann sein, dass ich mir in nächster Zeit mal wieder einen vernünftigen Stuhl hole. Wenn man nicht die ganze Zeit dieses hört. Ist aber nicht so schlimm wie mein Bett. Tut jetzt hier jedes Mal, wenn ich mich drauf bewege, irgendwie. Um sein Leben schreien. So. Okay. Das ist verdammt weit weg. Warte mal. Level up. Gib mal Level up. Ich hab Zeit. Guck mal, das Deck an. Das ist auch viel besser. 9. Das heißt, ich kann diesen einen super Angriff machen. Ja, das nenne ich doch mal anständige Karten. Nicht so weit, weil ich das mal gehabt habe. 10 Karten, von denen die höchste 5 waren. 18 oder vielleicht jetzt, weiß ich nicht. Und mir könnte ich perfekt trainieren. 17. Oh, ich sag mal an. 9. Was wollt ihr? Ich sollte mal gucken, ob ich einen Angriff einsetzen kann. Warum ist er jetzt weg? Sinistra Aura. Zack. Gib auf. Stimme von Krillin aus Dragon Ball. So. Du besser. Oh, Mickey sieht ja voll anders aus. Guck mal. Schlitz. Farbeffekt, ne?
hier noch schnell. Gib mir Level ab, verdammt. Jawohl. Aber hier werde ich aufscreen trainieren. Einfach schon wegen den einen Angriff, den ich hier machen kann. So, Angriffskraft, heller Bild. Sieht ein bisschen anders aus. So. Was immer hier jetzt kommt. Vom Boss. Ja, ein paar grüne Karten möchte ich noch gerne haben, obwohl ich voll viele. Weiß nicht. Ich dann wieder auf Screen trainieren. Gern Angriffskraft oder so hoch trainieren. Erstmal mal AP hochballern, ne? Weil nicht in dich hineinlaufen. Kannst du es wagen? Boah, gibt's doch nicht. Irgendwie treffe ich mit dem Angriff nichts. Ich kriege hier gute Erfahrungspunkte. Oh, werde jetzt nicht hier trainieren, hallo. Oh nein, der Schrei. Ah! 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 Ja, das muss jetzt sein. Ich entschuldige mich. Oh, du Diebelt wahrscheinlich, auch wenn die in der Bosskampf wahrscheinlich nur so, wenn ich 3 Minuten dauert. Kurz, knapp, bündige Parts. Das ist meine Devise. Ich würde gerne mal bald ein neues Projekt starten, wenn ich das Spiel mal endlich irgendwo finden würde. Ich muss das Spiel erstmal irgendwo zu kaufen finden. Wenn ich als nächstes bringen würde, aber hatte ich irgendwie Pech in den letzten Tagen, Wochen. Das sollte eigentlich schon letzte Woche oder so draußen sein. Ich glaube, ich laufe voll falsch, aber ich habe genug Raumkarten. Also können wir ruhig ein bisschen hier verballern. Ich nehme jetzt mal einfach nicht an, wer ist nochmal der Boss? Ach ja, Oogie Boogie. Aber ja, läppisch einfach. Ja, genug Raumkarten, die muss ich noch alle verballern. Jetzt heißt es wieder, oh, deine Raumkarten sind voll. Oh, mach was. Das ist eine Sackgasse. Nein, sehr gut. Ich habe es angekündigt, also konnte es natürlich keine sein. Ist so typisches Rollenspiel-Karma. Videospiel-Karma meine ich. Oh, ich glaube, Oogie Boogie dauert ein bisschen lange, weil er immer einen, diese blöde Plattform da runterschmeißt und so. Wisst schon, ihr wisst doch mehr über das Spiel als ich, ne? 5, 6 Leute, die das Spiel gucken, ja, mein Kanal. Weil überhaupt. Vielleicht gibt es irgendwie Leute, die weiß nicht. Gerade betrunken am Rechner sind und in ihre Maus ausrutschen. Aus irgendeinem Grund ist mein Video irgendwie in den Empfehlungen oder irgendwie so was. Und ne, auf den Pisser wollte ich nicht klicken. Ah, was soll's. War jetzt schon seit 3 Jahren, also. Wenn ich das wegen dem Erfolg weitermachen würde, dann. Ja, weil ich nicht. Ja, schon Leute, die machen sich Sorgen. Natürlich nicht so viele Abonnenten. Keine Ahnung, die haben irgendwie in den ersten Monat oder so 1000 Abonnenten. Dann wundern, dann fragen sie sich so. Jetzt bekomme ich aber nur noch 100 Abonnenten pro Monat. Das läuft denn da schief? Mögt ihr meine Videos nicht mehr oder irgendwie sowas? So geil. Solche Probleme möchte ich haben. Ihr Pisser. So, rein da. Nicht voll AP, aber was soll's. Ich hätte hier einen Speicherpunkt machen sollen, bevor alles schief läuft. Warte mal, ich mache ja fortsetzen. Also, ja, 10 Minuten den Kampf, bitte.
So, Oogie Boogie, komm her. Wahrscheinlich das Part hier noch ein bisschen trainieren. Angriffskraft zu erhöhen. Mal schauen. Na? Fettsack. Ist doch nicht mal eine Beleidigung, weil es irgendwie so ist. Er ist ein Sack und der ist fett. Hey. Soll der da auch nur 9? Hey. Alter, willst du mich verarschen? Er hat nur 9 und 0. Hey. Was dann für ein Scheiß. Leute, ewig der Kampf, wenn das so weitergeht. Alter, willst du mich verarschen? Ja, ich hab die Luft, Dicker. Warte mal. Hey. Ja, voll bescheuert der Kampf. Er hat 8, 9 und 0. Hier hat er immer 8. Ich könnte eigentlich locker rüberspringen, einfach so. Wupp. Rüstert. Rüstert. So. Meine Güte. So, und da jetzt auf jeden Fall ein Storyboss kommen wird, werde ich sowieso erstmal ein bisschen trainieren. Also ich kriege jetzt ein Level ab. Nö. Warum auch? Soll ich den Storyboss versuchen? Na komm. Machen wir das. Langsam mache ich ja die Bosse raus. Come on, Baby. So, wehe, ich muss jetzt wieder den ganzen Weg dahin. Oder der ganze Weg immer zurücklaufen, ne? Das ist das Allernervigste. So. Lass mich den ganzen Weg dahin latschen. Wahrscheinlich kann ich kämpfe jetzt gegen Rico oder so, ne? Na, Anzem. Den Seemann. Hi, tschüss. Jetzt so trainieren wir auf jeden Fall geil. Hier wir gut Karten. Relativ spät noch hier. Die Welt, also. Ja, jetzt so trainieren wird, glaube ich, gut sein. Bis Level 40. Mal schauen. Dann heute. Mittwoch. Okay, Donnerstag, Freitag, ja, passt. Na komm, Steve Urkel, ich meine Rico. Ich mache ja auch noch fertig in 5 Minuten plus. Wieso, wie ich in der Zeit spiele? So, keine Chance gegen mich. Null Chance gegen mich. Also es kommt jetzt jemand anders. Ja, dann Organisationsmitglieder, die können sich auch mal zeigen. Wir kommen auf jeden Fall am Boss.
seine Reaktion. Das war ein riesiges Ding. That scent. You're another one of those nobodies. You've done well thus far. But to possess your powers and yet fear the darkness. What a waste. I do not fear it. I sense that you do. You're also capable of controlling the darkness. Cast away your useless fear. Open your heart. Embrace the darkness. And if I say no? Then you lose both light and darkness. And disappear. Ja, geht im Super Saiyan Modus. Bei Organisationsmodus. Yield to the frail heart of an infantile coward. Now, stop resisting. And let the darkness in. Okay, Laxeos. Bring it on. Wie viele Karten habe ich? Genug. Boff. Es ging nicht, aber du bist jetzt tot. Ja. Aber die sollen doch noch irgendwie schwer sein, oder? Oh mein. Komm mal her. Schlitz, Schlitz. Das ist doch schon irgendwie unfair. Du jetzt das. Nein. Aber jetzt wird er seine Nullen auspacken. Nein, ich habe mal die Kreuz. Nein. Au. Mehr Ding gegen den Schädel zu hauen. Ja, auf 9 einzusetzen, verdammt. Sei kein Uki-Pugi. Lern lesen und schreiben. Nein, du sollst dich verwandeln, verdammt. Du sollst ihn aufhalten, was auch immer er gerade macht. Ja, ich hab auf dich. Ja, leider, dass ich die ganzen Angriffsmuster von denen nicht zeige, aber die gehen zu schnell kaputt. Die sind zu zerbrechlich, die Leute. So, danke. So, wir kämpfen nur einmal gegen ihn. Menor. Letztendlich hat ihn seine massive Kraft nichts gebracht, den er, glaube ich, viel hatte. You're finished. Don't mock me. You were too much trouble. Too slow. You are the superiors. Forgive me, Zexion. This was a fight I should not have started. Oh. Bisschen schade um den Typen. I see you now. Clearly. Huh?
Lexius? Riku, I can see your heart. No, it's not. Darkness this foul could only be... That's it. Remember me. Let me drift into your heart. Ansem! You called out my name. You have been thinking about me. You're afraid of the darkness I command. Good. The more you think of me, the closer my return draws. And when I have awoken, I will take hold. Your heart will be mine! Riku, fight! Don't let him win! Your Majesty! You meddlesome king! Ja, man hat keine Chance, wenn Mickey persönlich einen beschützt. The king, he protected me. Your Majesty, where are you? Please answer! You're with me, aren't you? Kann sein. Okay. Gut. Hier kommt so viel Foreshadowing für die nächsten Kingdom Hearts Spiele. Und ja, muss ich irgendwie beim Riemen reißen, nicht irgendwas auszuplappern. Aber ja, sind Andeutungen da. Ich bin zurückgegangen zum Speichern und wahrscheinlich werde ich hier ein bisschen trainieren. Wahrscheinlich wieder meine AP. Versuche die mal aufs Maximum zu kriegen. Vielleicht, wenn ich noch 3 bekomme, dann habe ich 45, 55 habe ich 70. Was? Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob ich die irgendwie aufs Maximum krieg. Dann können wir noch Angriffskraft und Sinistra Dingen erhöhen oder so. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Ich würde aber sagen, das war's für diesen Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Reverse Rebirth. Ich bleibe mich allerdings für zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.